Flavius wird mir nicht nochmal entkommen. Wow. Für mich zählt nichts anderes mehr. Nichts kann mich aufhalten. Ich werde nicht ruhen, bis ich Flavius' Herz in der Faust halte. Ein fruchtbares Land voller Felder und Weiden. Zertrampelt von römischen Besatzern. Das muss der Hof sein, den Aya erwähnte. Jemand muss den Löwen hier doch gesehen haben. Verehrt ihn! Mars Incarnata, Flavius von Kyrene! Hörst du diese wunderschöne Musik? Tanzt! Flavius raubte ihren Verstand. Das ist nicht gut. Oder natürlich. Tanzen sie, bis ihre Füße bluten? Tanzt für Flavius! Wir feiern ein Bacchanal! Der Herr Flavius ist unsere Muse! Wir bieten euch unsere vollkommene Ergebenheit, Gott in unserer Mitte. Ich werde tanzen, bis ich nicht mehr tanzen kann. Wir sind jetzt Flavius Menaden. Ich soll für ihn Efeublätter tragen. Ich schenke meine Füße Flavius, dem Gott des Krieges. Oh, großer und prächtiger Flavius. O Mars, so mächtig und allzeit bereit. Erfreu dich an blutigen Schlachten und Streit. Dein ist die Macht und die oberste Kraft, die stets dem Stärksten sein Recht verschafft. Verehrt ihn! Mars Incarnata, Flavius von Kyrene! Hörst du diese wunderschöne Musik? Ich bitte dich! Bei meinem heiligen Eid, vergib mir! Frieden! Ich bin nicht dein Freund! Tut mir leid, es ist nur, er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm. Suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxila, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Sie standen ihm im Weg. Es sind noch Soldaten hier. Wir müssen vorsichtig sein. Duilu, prohibere! Ah!
Menet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade, einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich, alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet, ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht, biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Willst du Flavius folgen? Ich muss. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines K. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerüchte, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. Tanz, tanz, tanz für Flavius! Position gerecht. Oh. Mein Junge, mein armer Junge. Hast du gesehen, wozu er mich gezwungen hat? Dieses römische Schwein Flavius zwang mich, meinen einzigen Sohn zu töten.
Mein süßer, lächelnder Engel, so voller Unschuld. Ich weigerte mich, seinen dreckigen Soldaten zu folgen, Waffen zu schmieden. Ich konnte nicht anders. Mein wunderschöner Sohn, er war erst 5 Jahre alt. Schau, wie blass er nun ist. Nein! Nein! Ich folge dir bald, mein lieber Junge. Wow. Den Prokonsul gesehen? Der schönste Mann in Kyrene. Ach was, auf der Welt! Flavius, Flavius, singen wir alle seinen Namen. Ich habe meinen Mann für Flavius verlassen. Och, würde er mich doch nur ansehen. Ich würde sofort sterben, wenn ich dafür Flavius noch einmal in die Augen... Bleibt stehen und hört mich an. Ohne die Liebe des großen Flavius werde ich vergehen. Meine Familie töten? Alles für eine Nacht mit dem... Was sage ich da nur? Hilfe! Meine Liebe zu Flavius droht mich zu verschlingen. Niemand kann mich befriedigen. Du nicht. Keiner von euch. Nur der Prokonsul von Kyrene. Hört her, hört her! Der Löwe hat mich angesehen und schon trug ich ein Kind! Hast du den Prokonsul gesehen? Der schönste Mann in Kyrene! Ach was, auf der Welt! Flavius, Flavius, singen wir alle seinen Namen! Ich habe meinen Mann für Flavius verlassen! Och, würde er mich doch nur ansehen. Ich würde sofort sterben. Morias Paraskevas matatuta estin. Απαπέ, φίλοι, τι ούν οράζει. Τι συμβάν, παιδες. Λέξον! Λέξον! Τι πράττει! Θεή! Οι! Της Μίζωνος Αφροσύνης! Το θηρίον εμένυνσε. Είτε, είτε. Ω, πω, 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 πω. Τι έστειν τούτον. Οι, βακευμένο, νουν έσχεται. Hast du eine Vorstellung davon, wie viel diese Männer wert sind? Ich besorge uns Söldner und hole sie zurück. Was glaubst du, wo wir hier sind? Hier gibt es keine Söldner, du Idiot. Bitte. 10 Jahre. 10 Jahre habe ich diese Männer ausgebildet. Endlich hatte ich die Talente, um bis nach Rom zu kommen. Rom! Λέξον, λέξον!
Womit hat dieser Mann eine solche Behandlung verdient? Er floh wie ein stinkender Feigling und ließ es zu, dass meine Gladiatoren gefangen wurden. Gladiatoren? Können die sich nicht selbst verteidigen? Sie haben geschlafen. Egidio hier sollte Wache stehen. Zwei meiner besten Gladiatoren, Kosei und Vamukota. Wir waren auf dem Weg zur Arena und gerieten in einen Hinterhalt. Ich konnte entkommen. Erbärmlicher Feigling! Ich hole dir deine Gladiatoren zurück. Aber lass diesen armen Mann in Ruhe. Wenn du meine Männer findest, bring sie direkt zur Arena von Kyrene. Der Angriff fand nordöstlich von hier statt. Bei einer Holzbrücke auf dem Weg nach Kyrene. Komm, Egidio. Vielleicht gewinnen wir die Meisterschaft ja doch noch. Θηρίου, εδώ δημοπαραγήγνε σε τάχα. Τι συμπορία. Ευδαιμονία. Μανίεγαν τάραξε. Κερίμου δι. Ορκέα. Ωρό καλός. Απαπελία. Φαμίλη. Convidet eum sanguinum vitas puere. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Diese Halunken und beenden das. Ich hab was ganz Besonderes. Hey. Friss das, du Ratte! Ich hab dich! Hier ist einer der Gladiatoren. Er scheint betäubt.
Wer bist du? Egidio ließ mich nach dir suchen. Kannst du laufen? Ich versuch's. Geht es dir gut? Wo ist der andere Gladiator? Dieser Bastard. Er hat uns betrogen. Er hat seine Entführung vorgetäuscht. Was? Die Banditen sprachen mit ihm wie mit einem Freund und gaben ihm ein Pferd. Weißt du, wohin er geritten ist? Sie sagten ihm, am See auf dem Berg im Norden sei alles vorbereitet. Wenn du ihn findest, schlag ihn für mich ins Gesicht, ja? Natürlich. Thanasis und Egidio warten in der Arena von Kyrene auf dich. Aber ruh dich erst mal aus. Pass auf, mein Freund. Kosei ist sehr stark. Oi, της Μίζωνος Αφροσύνης. Τι συμβανέστη, παιδες λέξον μη. Μανίαν γαντάραξεν. Τι πράτην. Κέρε. Παιδες, τι όλε έστι συμβάν. Τι πράτη, θεή. Ω, χαίρε. Απαπέ, φίλοι, τι ούν οράζει. Ωι, το θεή, βαχευμένο, νουν έσχεται. Ποσειδόν. Άλογος πράξης, αλόγου ανθρώπου. Μάλα χέρα. Πού καλώς έχω. Λάβιον, τι Λάβιον, sing mir alle seinen Namen. Ich habe meinen Mann für Flavius verlassen. Och, würde er mich doch nur ansehen. Ich würde sofort sterben, wenn ich dafür Flavius noch einmal in die Augen... Bleibt stehen und hört mich an. Ägypten verstößt weiterhin gegen die Bedingungen der Freundschaft. Meine Familie und sendet töten. Seine Spione alles gegen uns. Für eine Nacht diese arme mit dem Frau. Flavius hat sie ihrem Mann entrissen. Und ihrem Kind. Niemand kann mich befriedigen. Du nicht. Keiner von euch. Nur der Prokonsul von Kyrene. Ωρο καλός. Είναι αποφανήν. Άπα, παιδίαν, τι ουν γέγονε. Wie ist es dir ergangen? Gut, wie du siehst. Kleine Siege und Freuden wie diese. Wir nehmen, was wir kriegen. Bayek, Flavius war hier. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Mütter und Ehefrauen der Kranken im Tempel klagen in den Straßen. Alle Bitten, ihre Liebsten zu sehen, bleiben unbeantwortet. Seit Flavius hier ist, das kann kein Zufall sein. Nein. Kannst du mit meinem Freund Krios sprechen? Er ist Wasserträger am Tempel. Meine Aufgabe ist die Priesterin Melitta. Sie ist übereifrig, aber ich kann nicht glauben, dass sie Kranke und Sterbende ausnehmen würde. Sei wachsam. Ich komme nach dem Gespräch mit Krios wieder. Wäre Diokles mein Liebhaber, würde ich ihn eher ans Bett fesseln, als sie nach Kyrene gehen zu lassen. Kerim. Oh, was hecht mir noch? Nun es hätte.
Terin. Oi, vakhevmeno nun eschete. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Zitte, confute! Πράξεις αλόγου ανθρώπου. Die Leute glauben, wenn sie Asklepios diese Gaben opfern, würde sie heilen. Ορόκαλος, είναι αποφανή. Στρατού εγχρέντηξαστε. Πού έρθατε? Κρίος. Was hat Flavius dir angetan? Wach auf! Wo ist Flavius? Wo ist er? Flieg wieder heim, Krähe! Ein weiteres Leben zerstört von dem römischen Scheißefresser. Flüstern! Flüstern! Wie bitte? Melita, die Viper des Stabs! Die Priesterin? Nein! Nein, mein Herr Flavius! Bitte!
Η θεία της ανθρώπου. Απαπαπέ! Αφιένε, Μωράν! Πράξελα! Πράξελα! Hör auf zu schreien! Die Kranken brauchen ihre Ruhe! Πράξελα! Schon gut. Sei einfach leise. Sie ging, um die Priesterin zu sprechen. Nein, die Priesterin! Eine Schlange im Apfel! Sie hat sie! Sie hält sie versteckt! Beim Flüstern! Lügt beim Flüstern! Geheimnis! Umwoben! Ihr Flüsterschrein! Ist dieses arme, einfältige Ding dein Werk? Hat Praxela gesagt, wo sie hin wollte? In die Berge, aber... Kümmer dich um ihn. Er braucht Hilfe. Ich werde diesen Flüsterschein finden. Oh, Pedes! Tio Jägone! Orokalos. In Apokalie. Ha! Wow. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Geheimnis in den Bergen. Ich hoffe, Praxila und die anderen sind wohl auf. Du solltest aufpassen.
Und die Arbeit wird bald vorüber sein. Wir müssen deine Geheimnisse kennen. Verstehst du dich, Praxilla? Es ist einfach Fortschritt. Wir müssen seine Geheimnisse kennen. Verstehst du nicht, Praxilla? Es ist einfach Fortschritt. Die Verbindung von Wissenschaft und Magie. Du bist nichts weiter als Flavius' Marionette. Wie fantasielos du bist. Aber warum solltest du den Willen der Götter verstehen? Dieses heilige Objekt ist etwas voller Wunder und Schrecken. Sie war eine Heilerin. Ich schäme mich für sie. Die Priesterin, sie hat diese Menschen gefoltert. Sie war eine Heilerin. Ich schäme mich für sie. Mahi senefru am nach. Prima, Hotepet! Senefer Chese! Ich würde diesen Ort zu Asche verbrennen, wenn ich könnte. Es gibt schreckliches Unheil hier, Bayek. Mir graut es vor dem Schicksal meiner Kyrenaika. Melita war irre. Das Relikt, das Flavius auf dem Bauernhof benutzt hat, hat er auch hier verwendet. Als ich Krios fand, wusste ich es. Ich fühlte, wie es kratzte, sich in meinen Kopf grub. Das macht es. Heimtückisch wie ein Parasit, kontrolliert die Köpfe der Menschen und macht uns zu Sklaven. Unser Schicksal gehört uns, Praxilla. Dafür werden wir immer kämpfen. Ich konnte Melita nicht retten. Nach dem, was sie getan hat? Ich hätte ihr selbst die Kehle aufgeschlitzt. Ich danke dir im Namen Balagraes. Das hätte ich nie von dir verlangt. Und deshalb helfe ich gern, solange Freiheit noch etwas bedeutet. Hast du es nicht langsam satt, so oft Lebul zu sagen? Ein Teil von mir schon. Aber es ist Teil der Reise. Und auf dem Weg finde ich immer Hoffnung. Dein Land wird nicht sterben, Praxilla. Du bist seine Heilerin, seine Beschützerin, eine Magi. Jetzt kommt unsere Zeit, um aus dem Wahnsinn herauszutreten, Bayek von Siva. Ηλικιώτης ανθρώπων, ούκ έχει πέρας. Ιδιώτη.
Er, der mit Helios geht, der Friedensbringer, der Verkünder des Krieges, der Befreier dieses Landes. Bevor er kam, waren die Felder versenkt. Das Vieh war unfruchtbar. Wohin er seine Sandalen setzte, erblühte das gesamte Land. Flavius ist der Prophet Roms. Roma incarnata. Rom ist glorreich. Rom ist strahlend. Rom ist ewig. Flavius ist Rom. Sei mein Zeuge, Kyrenaika. Der große und mächtige Flavius ist hier. Der Löwe naht. Er, der mit Helios geht. Der Friedensbringer. Der Verkünder des Krieges. Der Befreier dieses Landes. Bevor er kam, waren die Felder versenkt. Das Vieh war unfruchtbar. Wohin er seine Sandalen setzte, erblühte das... Das ist der See, den Vamokuta erwähnt hat. Nun, wo ist Kosei? Kind ganz allein. Hallo, meine Kleine. Was machst du denn hier? Ich bin nicht klein. Ich bin schon 5. Oh, verzeih mir. Mein Name ist Bayek. Und wie heißt du? Solika, nach Hause zu deiner Mutter. Sofort. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, Kosei. Ich bin damit fertig. Du bist der Letzte, den ich töte. Moment, nur die Ruhe. Ach, du willst einfach nicht hören, oder? Deine Leiche wird meine Antwort an Thanasis sein. Hör doch, was ich zu sagen habe. Ich bin nicht dein Feind. Genug! Von seinen schmutzigen Tricks! Genug geredet! Genug von seinen schmutzigen Tricks! Deine Leiche wird meine Antwort an Thanasis sein! Kosei, halt! Entschuldige meinen Mann. Es war eine schwierige Reise. Vamokuta hat mir alles erzählt. Zum Glück geht es ihm gut. Ich wollte nicht, dass er verletzt wird. Warum täuschst du deine Entführung vor? Kannst du dich nicht einfach von Thanasis freikaufen? Das wollte ich, er weigerte sich. Als sein bester Gladiator bringe ich ihm viel mehr ein. Bleib bei deiner Familie, Kosei. Ich kümmere mich um Thanasis. Dich haben die Götter geschickt.
Tipamon. Priapet, kann ich mit deinem Bogen spielen? Geh da nicht hin. Du machst den Ameisen Angst. Die Banditen haben Momokota betäubt. Wir mussten ihn ruhig stellen, bis ich entkommen war. Salika ähnelt ihren Vater so sehr. Du solltest sehen, wenn sie zornig ist. Sieh sie dir an. Ihre ersten Jahre habe ich verpasst, aber jetzt bin ich für sie da. Wenn du meinem Vater nochmal wehtust, verhau ich dich. Hoffen wir, dass das alles nun hinter uns liegt. Hespa ist eine starke Frau. Sie hat Salika allein großgezogen. Ärgere den Vorarbeiter nicht. Wir wollen nicht, dass er uns zum Aquädukt versetzt. Dort ist es wie im Schlund des Hades. Ich traf gestern Vetter Hoy. Er sagte, die Römer werden bald Exempel an den Leuten statuieren. Ein paar Kehlen aufschlitzen. Römer? Manchmal frage ich mich, ob herzukommen die richtige Entscheidung war. Fayum ist gar nicht so übel. Der Vorarbeiter lässt die Wachen nach uns sehen? Wir beschweren uns nicht. Wir arbeiten hart. Ich bin keine Wache. Ich bin ein Magi aus Siva. Behandelt ihr euch schlecht? Die Arbeit sieht sehr schwer aus. Nein. Im Vergleich zu den Sivanern am Aquädukt behandelt man uns wie Pharaonen. Das würde ich nicht sagen. Gibt es Probleme beim Aquädukt? Dieser patzige Ingenieur, Vitruvius. Unsere Landsleute schuften sich zu Tode. Und jetzt ist auch noch die römische Armee dort. Das bedeutet nichts Gutes. Ich sehe mir das mal an, Seni. Whoa.
Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Genug! Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Erbärmlich. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Bist du dafür verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siwa, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siwa, ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig. Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaika bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bayek von Siwa. Oh boy. Bist du Dedi? Bei Hades Feuerzwickel, ich hab sie nicht! Dedi. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Aber sag mir, wo die Dioptra ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss schon Wochen her sein, seit ich... Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also, ich ließ die Dioptra in der Höhle. Und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem. Wie sieht diese Dioptra aus? Wie eine Feuerschale. Aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. Muss ich vorsichtig sein. Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Sieht aus wie ein Teil der Dioptra. Grrr.
Dieser Ort ist uralt. Er war schon heilig, bevor die Römer und Banditen herkamen. Wir haben Gesellschaft. Einen Moment. Lass uns schon mal eine langsame und qualvolle Art zu sterben einfallen. Heute ist dein Abtisch. Ich töte dich.
des Messinstruments. Noch ein Werkzeugteil. Ich muss zurück zu Vitruvius, bevor an Dedi ein Exempel statuiert wird. Position-gerecht. Das ist sie! Bitte, übergib sie, Vitruvius! Du hast sie? Du hast meine Dioptra? Ich habe sie oberhalb des Aquädukts gefunden. Wirklich? Einige meiner Arbeiter wollen dort Stimmen gehört haben. Sie dachten an Geister. Doch ich hielt das nur für abergläubischen Unsinn. Das ist erledigt. Euch sucht nichts mehr heim, weder lebendig noch tot. Exzellent. Jetzt hat Feldherr Agrippa keinen Grund mehr, meine Arbeiter zu quälen. Er wurde noch ehrgeiziger, seit Flavius aus Siva zurückkehrte und keinesfalls im guten Sinne. Danke, Bayek. Du rettest unseren Leuten das Leben. Ich schulde dir was. Fortuna sei mit dir, Vitruvius. Deine Arbeit wird vielen Menschen in der Kyrenaika helfen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Mein Freund, du hast meinen Dank. Oh. Ha. Von Dionysos verführt? Ich muss ihn ehren. Flavius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen. Schön vorsichtig. Bist du Kade? Deine Mutter hat mich geschickt. Bei Isis, bist du das, Bayek von Siva? Lass mich raus und ich helfe dir, diese Römer zu töten. Bilde ich mir das ein? Bitte, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Lass mich frei. Keiner überrumpelt uns. Keine Sorge. Ich danke dir. Oh? Kunst sein? Nicht zu sehen! Ich hau die dumme Ratte in... Halte sie auf! Zusammenbleiben! Bin bereit und tatendurstig, Philas. Hey, stell meine Geduld nicht... Harry, bleib zurück! Keiner kommt vorbei! Nichts zu sehen!
lasst niemanden durch! So, alles sauber! Hey, was machst du da? Benimm dich! Überlegen wir uns schon mal einen langsamen Qualfall. Egal wer kommt, er stirbt. Der Hof, von dem du kommst. Ich weiß, was Flavius getan hat. Wie er unserem Volk das Leben aussaugt. Meine Mutter Nenet. Geht es ihr gut? Ja. Praxila brachte sie nach Balagrai. Danke, Bayek. Du beschützt uns sogar so weit weg vom Land unserer Vorfahren. Warum brachten die Römer euch her? Um ihren Hunger nach Krieg und Eroberung zu stillen. Sie haben eine Ballista. Wir laden sie mit einer Substanz von abscheulicher, brennender Verwüstung. Vitruvius, ein römischer Ingenieur oben am Aquädukt, hat sie erfunden. Vitruvius? Ich kenne ihn. Ich kann nicht glauben, dass er so etwas tun würde. Utilut, Octidor! Römisches Schwein, jetzt stirbst du! Vitruvius, wir müssen reden! Was ist los, mein Freund? Ich habe dir geglaubt, dass du dich um die Sivaner sorgst. Und die ganze Zeit werden sie in der Zitadelle gezwungen, an der von dir entworfenen Waffe zu arbeiten. Es ist nicht so, wie du denkst. Folge mir und wir gehen der Sache auf den Grund. Bayek, versteh bitte, ich war nicht immer so fokussiert auf architektonische Wunder wie dieses Aquädukt. Als hitzköpfiger junger Mann habe ich viele Vernichtungsinstrumente erfunden. Eines davon war eine Art griechisches Feuer. Griechisches Feuer? Eine Substanz mit solchem Potenzial für unsägliches Leiden, dass ich schwor, sie nie herzustellen. Der Feldherr stellt es aber her. Und zwingt Sivana dazu, seine Ballista für den Krieg gegen ihr Land zu rüsten. Oh. Ha. Se va, buen ofe. Sane, Pepse. Denkeku. Verfluchter Stolz! Ich hätte meine Notizen verbrennen sollen. Feldherr Agrippa muss sie gefunden haben. Dann halten wir Agrippa auf. Tu, was dir dein Gewissen befiehlt, Bayek. Aber versteh, dass ich mich nicht gegen einen römischen Feldherrn stellen kann. Meine persönlichen Gefühle zählen da nicht. Finde die Formel und ich werde sie zerstören. Ich will nicht die Opferung Ägyptens verantworten müssen. Jupiter beschütze dich, Bayek. Diese Zone ist tabu. Oh.
Formel wurde benutzt. Ich zerstöre den Bestand des griechischen Feuers. Jeder, der sich mit Monstern und Dämonen verbündet, wird sterben, Feldherr. Vitruvius wird wissen wollen, dass seine Formel wieder sicher ist. Bayek, hast du sie? Hast du meine Formel gefunden? Heute wird Ägypten nicht brennen. Und auch sonst nicht. Und Feldherr Agrippa? Er hat sie mir nicht freiwillig gegeben. Er war ein guter Römer. Aber er hat nie verstanden, dass man trotzdem auch ein guter Mensch sein kann. Flavius hat Agrippas Stolz und Ehrgeiz mit dem Gerede von Imperien genährt. Ich fürchte, der Weg, den seine Anhänger gewählt haben, wird vielen den Tod bringen. Am Ende ihren eigenen. Aber du bist ein guter Mensch, Vitruvius. Ich sah es in deinen Worten und Taten. Ich tue mein Bestes. Danke nochmal, Bayek von Siva,
Du bist ein wahrer Beschützer deines Volkes. Hey, die Smokine! Poseidon! Dieser Ort, der Schrein, er strahlt mit göttlicher Kraft. Das Orakel führt mich zu sich. Ich kann es fühlen. Ob deines Leuchtens blind, Jäger von Delos, Letos goldenes Kind, lichtbringender Phöbus, bin nur deine Leier, hör meinen Eid, gib mir dein Lied, ich schaudre in deinem Feuer. Ab, ich habe deine Präsenz in meinen Visionen gespürt, Adler. Apollon sprach von dir. Der König weinte, als er den weißen Hirsch tötete. Denn es war die verzauberte Jägerin, blass und schön mit einem goldenen Strahlenkranz. Apollon befahl Gaia, des Königs Kummer sanft zu halten. Ein Tränensee hoch über den Ebenen. Der Sonnengott schlug mit seiner Faust in den Berg, nahm seine Geliebte mit hinein und sprach: Niemand soll dich aufsuchen. Niemand außer dem Adler. Er wird hoch über den fünf Städten schweben, mit dem Strahlenkranz der Jägerin im Schnabel. Warum nennst du mich Adler? Dein ist das heilige Relikt, Adler. Finde es und erweitere deine Reichtümer. Ein Tränensee hoch über den Ebenen. Ich soll den Strahlenkranz der Jägerin finden. Irgendwas tötet meine Ziegen. Es sind die Striege. Ich weiß es. Dieser Blutsauger-Quatsch? Wahrscheinlich nur Leoparden. Trinken Leoparden Blut? Saugen sie den reinen Wesenskern aus den Lebenden? Das Orakel wird mir die Wahrheit sagen. Sie sieht alles.
Der See der Tränen. Was kam als nächstes? Der Sonnengott schlug mit seiner Faust in den Berg. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Die göttliche Jägerin, Kyrene höchst selbst. Eine Krone. Der Strahlenkranz aus der Prophezeiung. Ich danke Apollon für diese heilige Gabe.